Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir und einer neuen dreiteiligen Videoreihe, die sich rund um meinen Sub beschäftigt. Ja, es wurde öfter sich schon gewünscht, dass ich mal mein Subregal zeige, meine Subbücher, was ich gerade irgendwie ja auf dem Sub habe, und besonders seit ich jetzt vor über einem Jahr aufgehört habe, die Rache des Sub zu machen, kam diese Frage immer mal wieder bei mir an, und ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, an diesem tristen Ende Juli-Tag meinen Sub auf den aktuellsten Stand zu bringen. Das ist bei mir in der Regel ja auf Lovely Books der Fall, beziehungsweise habe ich ja auch meine Liste mit den Neuzugängen und sehe ja dann auch immer, ja, was ist da gerade noch offen, und ich habe jetzt versucht, diese Listen ein bisschen zusammenzubringen. Gab so 4, 5 Bücher Unterschied. Ich bin so bei um die 83 Subbücher, was ich tatsächlich gar nicht schlecht finde. Ich finde, alles, was zweistellig ist, fühlt sich auch für mich ganz gut an, und ich packe euch mein Lovely Books unten mal in die Infobox, da könnt ihr gern reinschauen, und es wird jetzt 3 Videos zum Sub geben, die ich jetzt so nach und nach im gleichen Umfeld sozusagen abdrehe. Und da werden immer irgendwas zwischen 25 und 30 Bücher dabei sein. Also je nachdem. Ich werde ein bisschen variieren. Ich habe jetzt schon einen Stapel haptischer Bücher. Ich habe jetzt 20 haptische Bücher da, denn tatsächlich sind die haptischen Bücher die Mehrzahl auf meinem Sub. Und dann werde ich immer ein bisschen E-Books mit reinpacken und auch die Hörbücher, sodass wir so eine bunte Mischung haben von ich zeige was und am Ende blende ich euch dann auch ein bisschen was Digitales ein. Ja, ich bin gespannt, wie das so klappt. Die nächsten 3 Videos sind jetzt auf jeden Fall auch noch im August geplant und werden jetzt einfach nach und nach hochkommen, und dann habt ihr zumindest den Stand Ende Juli schon mal. Vielleicht macht man das tatsächlich einfach einmal im Jahr. Könnt ihr mir ja gerne auch mal erzählen, wie ihr so euren Sub trackt und ob ihr den da so ein bisschen im Überblick habt. Es hat jetzt nicht so wirklich eine Ordnung, beziehungsweise so eine bedingte Ordnung, wo die Bücher im Regal stehen. Und da haben sie schon ein bisschen eine Ordnung. Aber dazu ein bisschen zu den Büchern mehr. Ich kann natürlich zu den einzelnen Büchern noch gar nicht so viel sagen, außer was mich bewegt hat, es mir zuzulegen, warum es vielleicht noch nicht gelesen ist, oder manchmal gibt es dafür auch keine Begründung. Aber manchmal ist es so, wie es ist. Also, weil sie sind natürlich noch nicht gelesen. Dementsprechend kann ich da natürlich noch keine Meinung abgeben. Ja, ein Buch, was seit langer, langer Zeit gefühlt schon auf meinem Sub liegt, ist von George R. Martin. War auch eins der Bücher, die genannt wurden bei den ältesten Sub-Büchern. Es ist Armageddon Rock. Ich bin ein großer Fan von Das Lied von Eis und Feuer. Ich warte hier sehnsüchtig auf den 6. Band. Ich fand die 8. Staffel der Serie einfach nur eine Katastrophe, und irgendwie bin ich nicht so motiviert, eine Geschichte von George R. Martin zu lesen. Ach, er hat mich doch sehr enttäuscht. Dementsprechend ist das noch auf dem Sub. Dann sind 2 Bücher von Walter Mörs auf dem Sub. Einmal Das Labyrinth der träumenden Bücher. Das ist der 2. Band der Reihe. Und hier wurde mir eigentlich abgeraten, es zu lesen, solange eben der 3. noch nicht da ist und noch nicht angekündigt ist. Deswegen ist dieser noch auf dem Sub. Und Ensel und Gretel habe ich auch noch hier. Ist ein Märchen aus Zamonien. Das ist noch gar nicht so lange bei mir. Wird, denke ich, jetzt aber dann auch einfach mal gelesen. Ist ein dünnes Büchlein. Und ich lasse mich da sehr gerne nach Zamonien empfehlen. Ich habe einige schon gelesen. Die Stadt der träumenden Bücher natürlich. Ich habe 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär, und ich habe noch irgendwas gelesen. Das liegt so ein bisschen blöd. Kann ich nicht lesen, aber dementsprechend, ja, diese Bücher sind noch ungelesen. Dann ist tatsächlich noch etwas von Adriana Popescu à la Mia Newman ungelesen. Bis du gehst. Muss ehrlich sagen, ich wusste, dass ich dieses Buch habe. Ich wusste nicht mehr, dass ich noch nicht gelesen habe, weil ich eigentlich alles von Adriana lese. Und ja, wir haben hier eine Liebesgeschichte, und wenn ein Abschied keiner ist und das Loslassen zum Kraftakt wird. Ich möchte gar nicht so viel wissen. Ich werde das Buch, glaube ich, in meinen Oktoberurlaub mitnehmen und es dann dort lesen. Das ist jetzt ein großes Ziel. Ich finde das tatsächlich vom Cover auch ganz schön. Mia Newman ist ja eins der Pseudonyme, wo jetzt auch dieses Jahr noch was Neues von ihr sozusagen rausgekommen ist. Dann ein Buch, was ich erst kürzlich, ich glaube, aus einem Buchpaket oder, nein, ich glaube, bei Mängelexemplar mitgenommen habe. Und zwar Das Karussell der verlorenen Träume von Juliet Blackwell. Ein sehr schönes Cover, wie ich finde. Und wir sind hier bei einer Fotografin, die Karusselle liebt und hat damit früher auch immer Runden gedreht. Und dann hat, gibt sie irgendwann all ihre Hoffnungen und Träume auf und geht nach Frankreich. Und die Geschichte spielt dann in Paris.
Und ich bin sehr neugierig. Aber viel mehr weiß ich leider noch nicht. Aber vielleicht, ja, kennt ihr ja auch eins der Subbücher. Dann dürft ihr natürlich gerne in den Kommentaren schwärmen und mir erzählen, was ich unbedingt lesen soll. Ein Buch, das ich als Geburtstagsgutschein, ich glaube, dieses Jahr im Februar mir besorgt habe. Das Glück hat 8 Arme von Shelby Van Belt. Und ja, hier geht es im Grunde tatsächlich um Marcellus, einen Riesenkrake, der mit uns sozusagen spricht und seine Geschichte erzählt. Und das fand ich einfach richtig toll. Es ist ein faszinierendes Geschöpf, das mir je in einem Roman begegnet ist. Und das sagt die Autorin von Das Nest. Und ich mag Geschichten, wo Tiere eine Rolle spielen, wo auch Tiere die Geschichte im Grunde übernehmen und erzählen. Und dementsprechend, ja, fände ich das richtig, richtig toll und freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Dann ein absolutes Winterbuch, was bei mir im Frühling eingezogen ist, Erebus. Das ist die Geschichte von Michael Palin erzählt. Ein Schiff, 2 Fahrten und das weltweit größte Rätsel auf der See. Ich bin ein großer Fan von Dan Simmons Terror. Ich finde diese Geschichte um die Terror und eben die Erebus spannend, die ja irgendwo im... wo waren die unterwegs? In der Arktis. 1848 verschwinden sie, 2014 werden sie gefunden und man spinnte ja bei Terror so ein bisschen rum, was könnte da passiert sein. Und Michael Palin ist ja ein Monty Python Star, daher kennen wir ihn ja, und er ist ein begnadeter Erzähler und es soll die beste Entdeckerlektüre seit langem sein und ich bin da angefixt und warte da jetzt im Grunde auf den Winter, um es zu lesen. Ja, auch so die nächsten 4 Bücher gehören so ein bisschen in diese Kategorie. So ein bisschen Herbst, Winter. Und zwar Im Wald, mein Jahr im Cockshot Wood von John Lewis Stemple. Ein Buch, wo er uns im Grunde die Geschichte erzählt, wie er 4 Jahre lang ein Waldstück bewirtschaftet hat und die Vorfahren sozusagen als Vorbild genommen hat. Und es ist auch so eine Art ein bisschen Tagebuch geführt und da bin ich sehr neugierig. Das hat mich sehr, sehr, sehr angesprochen. Zugvögel war mal in aller Munde von Charlotte McConaghy und ich glaube, ich habe das mal aus dem Tauschpaket oder aus dem Bücherschrank, ich weiß gar nicht mehr. Und das wurde ja mehrfach besprochen auf BookTube. Es soll eines der schönsten und herzzerreißendsten Bücher sein, die Emily St. John Mandel je gelesen hat. Von der habe ich jetzt ein Buch auf den Neuerscheinungen. Ich glaube, das könnte jetzt im August einziehen, also von Emily St. John Mandel. Und es ist eine Ode an die bedrohten Geschöpfe dieser Erde. Eine Geschichte über die Wege, die wir gehen, für die Menschen, die wir lieben und sei es bis zum äußersten Rand der Welt. Klingt gut, aber es hat mich aktuell noch nicht so rangezogen. Ich glaube aber, dass das so ein Herbst-Winter-Kandidat definitiv ist. Also was so ein bisschen Natur angeht. Ein Buch, was schon lange auf der Wunschliste stand und ich mir dann auch relativ günstig, glaube ich, entweder ertauscht habe oder mal bei Medimops oder so mitgenommen habe. Die Geschichte der Bienen von Maya Lunde war damals auch in voller Munde sozusagen und ist, glaube ich, auch eine dreiteilige Reihe. Da gibt es noch was mit Wasser und noch irgendeinen Teil. Und es geht um 3 Familien, die getrennt durch Jahrhunderte unauflöslich verbunden mit der Geschichte der Bienen ist. Es ist ein internationaler Bestseller aus Norwegen und es heißt so schön, dieser Roman wird Ihnen noch lange im Kopf herumsummen. Und ich bin sehr gespannt. Also ich habe nur Gutes über das Buch gehört und ich glaube auch, dass das etwas für die dunklere Jahreszeit ist. Und auch Black Rabbit Hall war lange, lange auf meiner Wunschliste von Eve Chase. Eine Familie, ein Geheimnis, ein Sommer, der alles verändert. Und dann ist es, glaube ich, auch in einem Tauschpaket bei mir eingezogen. Wir sind hier 1968. Es gibt einen stürmischen Abend. Und da kommen dann Familien zusammen. Und es gibt unfassbare Tragödien. Und Emma und ihre 3 Geschwister müssen sich dann aufeinander verlassen und dann Jahrzehnte später gibt es eine Hochzeitsfeier und ja, ich bin sehr gespannt. Also so auf 2 Zeitebenen mit so ein bisschen Familientragödie und so und ich finde auch das Hardcover sieht richtig cool aus. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf und bin sehr, sehr, sehr gespannt. Jetzt kommen wir, glaube ich, so ein bisschen zu den Kinder-Jugendbüchern, angefangen von Der Junge, der die Welt verschwinden ließ, von Ben Miller. Und ich weiß nicht mehr, wie ich darauf aufmerksam wurde. Ich weiß nicht, Anka war es, glaube ich, nicht, die habe ich schon gefragt. Und zwar ist das ein fantasievolles Kinderbuch über Wut, Mut und schwarze Löcher. Und wir haben hier Harrison, der total genervt ist und sich irgendwann eben ein schwarzes Loch wünscht.
Und er möchte dort alles hineinwerfen, was ihn wütend macht, angefangen von Brokkoli, Zwiebeln, Hausaufgaben. Doch dann frisst aber das schwarze Loch auch Dinge, die er liebt. Und ich glaube, dass das ein sehr schönes Kinderbuch ist und freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Ich muss das mal ein bisschen querlegen. Dann ein Buch von Cornelia Funke, da fällt mir ein. Theoretisch müsste ich den zweiten Band zumindest noch von der Tintenherz-Reihe mit dazu nehmen. Ja, der Drachenreiter hat mich total angesprochen, als ich im Drachenfieber war und ich habe das mitgenommen. Ich glaube, das sind 25 Jahre schon her. Es gibt auch mittlerweile, glaube ich, einen zweiten und sogar dritten Teil. Und wir haben hier einen Silberdrachen und ja, es scheint bei uns in der Welt keinen sicheren Platz mehr zu geben. Und dann haben wir ein Koboldmädchen und den weißen jungen Ben. Und ja, da geht es um die abenteuerliche Reise zum Zaun des Himmels. Ja, ich liebe Drachengeschichten, ich liebe Kindergeschichten und das stelle ich mir sehr fantasievoll vor, habe ich mir mitgenommen, als ich Tintenherz so gefeiert habe im Januar. Und es liegt dann im Bücherregal, das hole ich jetzt aber nicht, das machen wir so gedanklich. Auch der zweite und dritte Teil ja der Tintenherz-Reihe hier, den zweiten würde ich ja auf den Sub zählen, den dritten nicht, weil das mache ich bei Reihen so, aber es ist ja meine Zählung. Also von daher, ja. Dann auch ein Buch, was schon länger auf meinem Sub liegt, Hello Stone von Trisha Kelly. Der Zauber der Mitternachtsstadt. Und das hat mich, glaube ich, mal in Englisch angesprochen. Dann kam es in Deutsch raus und seitdem liegt es leider ungelesen hier. Ja, wir haben hier Hexen, die in Hellostone wohnen und Werwölfe in den Mondbergen. Und jedes Hexenkind weiß, wie auch Prue, die unsere Protagonistin ist, dass sich die Magier nie vermischen dürfen. Deswegen wohnt sie mit ihrem Vater in Hellostone bei den Hexen, während ihre Mutter und der Bruder als Werwölfe getrennt leben. Doch eines Nachts vermisst Prue die beiden so sehr, dass sie ja versehentlich den Schutzzauber auflöst und ja dann im Grunde sich eben die Magien beginnen zu vermischen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie sind die Kinder entstanden? Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Freue ich mich drauf. Ich mag so magische Geschichten und ich glaube, das Buch habe ich mir im Deutschen geholt, als ich so im Nevermore-Feeling war, weil ich die Reihe wirklich richtig, richtig schön fand. Und ja, Hello Stone. Dann, ich glaube dann auch noch, ja, das ist auch noch auf Deutsch, und zwar Winterhaus von Ben Gutterson. Da hat, glaube ich, Lisa vom Gedankenlabor, hat da sehr geschwärmt. Ich glaube, sie hat auch mittlerweile schon die ganze Reihe gelesen und das klingt auch richtig toll. Winterhaus ist die perfekte Geschichte für ein rätselhaftes, geheimnisvolles, gefährliches, ganz einfach magisches Leseabenteuer. Ist auf jeden Fall auch ein Kinderbuch oder vielleicht ein Jugendbuch, ein bisschen dicker, hat auch ein paar Bilder drin. Und ja, es ist voller Zauberei, Magie, wundervoller und schrecklicher Entdeckungen und jeder Menge Spiele und Entschlüsselungen. Ja, hat mich sehr angesprochen, ist glaube ich eine Trilogie und habe ich mir, glaube ich, ertauscht oder gebraucht gekauft. Ich weiß es immer nicht mehr so genau. Und ja, das sieht man hier, wie schön so die Fenster dann auch ausgeschnitten sind. Finde ich richtig, richtig cool. Also auch hier sich was einfallen lassen. Freue ich mich drauf. Der Titel verrät aber schon, es ist eher etwas für den Winter. Dann kommen wir zu vier englischen Büchern, die bei mir bei der letzten Thalia-Aktion eingezogen sind. Ich glaube im Mai, wenn ich mich nicht täusche. Da konnte man, also vier Titel zum Preis von drei. Und ich habe mir da einige geholt, die auch schon auf der Wunschliste waren. Und zwar von Tamsin Merchant, The Hat Makers, also der Hutmacher, gibt es glaube ich auch schon auf Deutsch. Hat mich das Cover aber hier viel mehr angesprochen. Gibt es auch mittlerweile, glaube ich, schon einen zweiten Teil und sogar schon einen dritten, wenn ich mich nicht täusche, bin ich gerade nicht mehr sicher. Aber den zweiten habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Und ja, hier sind wir auch in einer magischen Welt und ja, haben hier eben, ja, ich glaube Cordelia, richtig, die eben auch in der Familie von magischen Hutmachern aufwächst. Und dann verschwindet aber ihr Vater, weil er damit Magie ja, im Grunde nutzen möchte und dann muss Cordelia auf die Suche gehen. Ich finde dieses Cover richtig, richtig schön. Leider gibt der Klappentext im Englischen gefühlt immer nicht so viel her. Dann ein Buch, was es, glaube ich, noch nicht im Deutschen gab. Ich glaube nicht. The Adventures and the Cursed Castle von Gemma Head. Hat mich auch total angesprochen. Also man sieht, so Kinder-Jugendbücher mag ich im Englischen super gerne. Ich finde, damit kann man auch sein Englisch immer mal wieder so ein bisschen auffrischen. Und ja, hier sind wir auf Kexley Castle, das seit Generationen einen ägyptischen Schatz im Grunde bewahrt. Und wir sind ja in Cornwall im 19. Jahrhundert und bei ja im Grunde Abenteurern. Und dann haben wir hier vier junge Abenteurer, die eben das Geheimnis von über Jahrhunderten lösen möchten. Und wir treffen auf Join, Lara, Rufus, Tom und Barney. Und ja, da freue ich mich auf ein Abenteuer.
Dann von Hannah Gold, The Lost Wall. Da habe ich im Januar gehört, ich glaube, das mit dem letzten Eisbären, was mir richtig, richtig gut gefallen hat, überraschenderweise gut gefallen hat. Und das ist eben ihr neues Buch. Hier geht es um den verlorenen Wal. Genau, hier hinten sieht man das Cover von dem, was ich auch in Deutsch gehört habe. Und es soll eine starke und ja, tiefer gehende Geschichte sein, die viel verändert. Und es ist eben auch eine Ocean-Loving-Journey. Und von daher, da bin ich natürlich absolut dabei. Ich habe auch gar nicht so viel hinten gelesen, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir haben hier Rio, die bei ihrer Großmutter lebt, in der Küste von Kalifornien. Und dann ja, muss eben ihre Mutter ins Krankenhaus. Und dann möchte sie eigentlich danach nach Hause. Doch irgendwas verändert sich in Rio, als sie dann eben beim Wall-Watching im Grunde ja, auf White Beak trifft. Das ist der ja, sanfte Riese im Meer. Und es gibt da ein besonderes Band zwischen den beiden. Und ja, ich bin da sehr gespannt. Ich habe es mit der Wasserwelt. Ich habe es mit Wahlen und freue mich da auf jeden Fall besonders drauf. Jetzt lege ich die hier irgendwie verkehrt rum drauf. Das kann mein innerer Monk nicht leiden. Ja, das letzte englische Buch sozusagen ist dann Peanut and the Illustrated City, nein, Peanut Jones and the Illustrated City, so von Rob Bidulph. Ja, ein wahnsinnig geiles Cover. Man kann es nicht anders sagen. Das deutsche Cover ist, glaube ich, schwarz-weiß gestaltet, was ich gar nicht verstanden habe, weil es geht ja um die bunte Stadt. Und ja, es ist das erste Buch, ich glaube, von einer Reihe, ich weiß gar nicht, ob es da 3 oder 4 Bände schon gibt, und die eben kreativ ist und auch vom Bestseller-Autor, der mir tatsächlich noch nichts gesagt hat, aber das ist manchmal so. Und ja, Malen fühlt sich für Peanut Jones so an wie Magie, aber ja, sie kann damit auch eben ihre Probleme hinter sich lassen. Dann ist ihr Vater verschollen und sie muss an eine neue langweilige Schule und ja, da tut sich natürlich so ein bisschen was auf, bis sie dann eben noch mehr Farbe, noch mehr Kreativität und dann eben auch eine gewisse Gefahr sich sozusagen herbei vorstellt. So, und ja, ich bin gespannt. Es klang auf jeden Fall gut und wie gesagt, englische Kinder-Jugendbücher, ich bin jetzt kein Übersetzer von daher, oder Dolmetscher, aber das, beim Lesen funktioniert das definitiv ein bisschen besser. Ja, das noch die englischen Bücher. Dann habe ich hier noch 17 vergessene Pfoten und eine Handvoll Glück von Kim Hitzemann und Viola Faber, illustriert von Melanie Melchior. Und genau darüber bin ich gestolpert. Ich habe ein Buch von Kim Hitzemann gelesen und auch eben gezeichnet von Melanie Melchior. Und da bin ich so drüber gestolpert. Und es sind Kurzgeschichten für Kinder mit wunderschönen Zeichnungen, wie ich finde. Ich muss hier gerade mal so ein bisschen eine Zeichnung finden. Und auf die freue ich mich sehr. Ich glaube, das ist auch was, was ich noch im August ein bisschen weglese. So jeden Tag mal eine Geschichte. Und ich glaube, da freue ich mich auch jetzt einfach so drauf. Hier war noch so, wenn man das Buch sich besorgt hat, das sind verschiedenste Autoren. Und dass man da auch eine, dass die tierische Kurzgeschichten, genau, zugunsten Vergessene Pfoten Stuttgart. Und die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandelt. Ja, das sind wir auf der Welt ja nicht unbedingt die Besten. Und ja, es gibt hier noch ein paar Informationen zu den Autoren und Autorinnen, dann auch, wo man spenden kann und dass eben hier ja im Grunde alles an Einnahmen, also zu was im Grunde der Gewinn ist, hier gespendet wird. Finde ich sehr gut, deswegen war es auch unterstützenswert und aus dem Grund ist es dann auch bei mir eingezogen. Jetzt hoffe ich, dass hier nichts umfällt. Ja, das waren jetzt erstmal die haptischen Bücher, plus stellt euch noch, ne, den zweiten Teil der Tintenherz-Reihe vor. Dann kommen wir einfach mal zu 2 Hörbüchern und zwar einmal von Kira Groh, Alles, was ich in dir sehe. Ich blende es euch ein, eine Empfehlung von der lieben Becky. Es geht hier wohl auch ein bisschen um den Tierschutz, dass sich da eben 2 Leute auch treffen, so eine Liebesgeschichte sich verbandelt und ihr hat auch eben der Aspekt so gut gefallen, dass wir eben hier, ich weiß gar nicht, an der Pflegestelle waren, Auffangstation. Und sie meinte eben, das wäre auf jeden Fall ein Sommerbuch, was auch mir gefallen würde. Und aus dem Grund ist es dann auch bei mir eingezogen. So dann auch Der Eisbär und das, nein, und die Hoffnung auf morgen von John Iron Menger. Da habe ich ja schon die beiden anderen Bücher mit dem Wal gelesen und das zweite, was ich letztens ja nur so okay fand, weil ich es einfach zu sehr von oben herab fand und da ging es ja auch um das Verschulden des Klimawandels. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, liebe Geschichten mit Tieren und wenn man eben auch mal so ein bisschen ernstere Themen verpackt bekommt und hier bin ich auch sehr gespannt, ja, was er uns über den Eisbären erzählen wird, weil das ist, glaube ich, wirklich eine Spezies, die wir wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren nicht mehr groß in der freien Wildbahn sehen werden. Also da bin ich zumindest
ja, überzeugt vielleicht nicht. Ich habe immer noch Hoffnung, aber ja, das könnte ich mir vorstellen. Dann kommen wir noch einfach noch zu 5 E-Books, einfach um das ein bisschen abzurunden. Und zwar Das Mädchen, das in den Wellen verschwand von Axio, ist jetzt erst im Juli bei mir eingezogen, als es auch erschienen ist. Und das hatte ich schon auf dem Wunschzettel, als es noch im Englischen nur erschienen war. Und hier haben wir eben auch eine koreanische Saga, die hier ja, im Grunde wiedererzählt wird. Und ich bin sehr, sehr, sehr neugierig. Dann haben wir Der dunkelste aller Zauber von Margaret Rogerson, glaube ich, ist ein Standalone in der Fantasy, was man sehr selten trifft. Und ich weiß gar nicht mehr, da hat auch irgendwer auf BookTube von geschwärmt. Und ich habe von der Autorin auch noch ein anderes Buch auf dem Sub, aber auf dem haptischen. Und dementsprechend, ja, mit Fantasy kriegt man mich immer. Dann Das Restaurant der verlorenen Rezepte ist auch erst im Juli, glaube ich, bei mir eingezogen. Und das war eben so diese Geschichte, dass man in diesem Restaurant etwas zu essen findet, ja, was eben auch etwas mit einem macht und was einem hilft und über irgendetwas hinwegbringt. Und ja, das hat mich sehr, sehr angesprochen. Dann Achtsames Hundetraining von, ach, es ist so klein ausgedruckt, von Jessie irgendwas. Ihr seht das, es tut mir sehr leid. Mein Ausdruck ist ein bisschen kleiner, da kann man es nicht so richtig erkennen. Ja, ich war sehr neugierig, wie man das Hundetraining wirklich vielleicht auf diese meditative Ebene bringen kann, dass man eben das auch achtsam macht, was da vielleicht so der Unterschied ist, insofern ich da überhaupt einen Unterschied sehe, weil ich glaube auch, dass ich im wahren Leben ohne Hund sozusagen schon ein achtsamer, reflektierter Mensch bin und ich wirklich auch mit der Meditation wirklich für mich etwas bewirkt und ich hoffe, dass ich da meinem Hund vielleicht auch einfach ja, was Gutes geben kann. Und dann habe ich noch eine Wintergeschichte, das passt ganz gut zu den anderen Geschichten, und zwar der Auftakt einer, ich glaube, fünfteiligen Reihe oder vierteilig, glaube ich, Winter in Briar Creek von Olivia Miles. Ja, das ist der Auftakt der Briar Creek Reihe, die, glaube ich, jede Jahreszeit hat, und dann gab es mal noch so eine Weihnachtsgeschichte, bin ich mir gar nicht sicher, da bin ich im Frühling oder Sommer drauf aufmerksam geworden. Da kam nämlich gerade der neueste raus und dann dachte ich, naja, so mittendrin anfangen. Dann habe ich mir das Winterbuch sozusagen als E-Book relativ günstig geholt und freue mich jetzt auf den Winter, um mit der Reihe anzufangen und dann gegebenenfalls mich durch jede Jahreszeit begleiten zu lassen. Waren das jetzt 5 E-Books? Ich glaube schon. Oh mein Gott, so viele Subbücher. Es ist schon schwierig, allein diesen Stapel hier zu sehen und zu denken, also eigentlich dachte ich, ich habe gar nicht so viele Bücher. Aber gut, so ist es. Na, ich meine, mir ist natürlich bewusst, sie stehen auch im Regal, dass ich da Subbücher habe. Und jetzt die anderen habe ich auch noch ein bisschen aus den anderen Regalen geholt. Aber ja, ich bin noch sehr neugierig, was noch alles so auf uns zukommt, ob ich mich an alles so erinnere. Und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem ersten Teil der dreiteiligen Reihe. Schreibt mir gerne zu Büchern, die ihr kennt, wie ihr sie fandet. Bitte möglichst schwärmen, sonst ist die Motivation immer nicht mehr so groß. Solltet ihr Lust haben, vielleicht irgendwann mal ja, in den nächsten Wochen, Monaten, zu sagen, wir lesen ein Buch gemeinsam, weil ihr das auch auf dem Sub habt, dann meldet euch sehr gerne auch in den Kommentaren. Es gibt ja bei Rido auch die Funktion, dass man so Buddy Reads irgendwie anlegen kann. Vielleicht können wir darüber ja tatsächlich das ein oder andere Subbuch dann auch befreien. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Seid gespannt, was in den anderen Teilen kommt. Ich danke euch jetzt auf jeden Fall fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.